Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer Runde Minecraft Bed Wars. Im Hintergrund seht ihr Bed Wars, wie gesagt, mit einem unerwarteten Ende. War eine spannende Runde. Und jetzt ganz nebenbei werde ich euch ein paar Gesetze vorlesen. Ein paar verrückte Gesetze, die so tatsächlich im Gesetzbuch stehen. Und die stehen da schon teilweise, also die kommen aus dem letzten Jahrhundert teilweise und sind natürlich dadurch schon irgendwo veraltet, aber sie stehen so im Gesetzbuch drin. Und da wird vielleicht dem einen oder anderen teilweise die Sprache verschlagen. Ich habe da ganz viele Gesetze aus den USA. Klar, die crazy people aus den USA sagt ihr jetzt, da klar haben die verrückte Gesetze. Ja, aber ich werde euch auch einige vorlesen aus Europa, werde ich dann aber auch erwähnen. Ja, und wenn ihr das öfters sehen wollt und euch das gefällt, dann auf keinen Fall vergessen, den Daumen nach oben zu drücken. Ansonsten fange ich jetzt mal an hier. Was habe ich denn hier Schönes? Alabama, fangen wir mal an. Männern ist es gesetzlich verboten, in Alabama, in Anwesenheit von Frauen auf den Boden zu spucken. Also, dass sowas im Gesetzbuch steht? Alter Falter. Ebenso verboten ist es Männern, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Kirchenbesucher zum Lachen verleiten könnte. Oh Gott. Herrgott, sage ich dazu nur. Das gibt's ja nicht. Jetzt, also, ein falscher Schnurrbart, wer geht denn damit überhaupt in die Kirche? Was sind das für Gesetze? Okay, Arizona. In Tuscan ist es Frauen per Verordnung verboten, Unterhosen zu tragen. Was? What? Was ist da denn los? Na, also, das sind ja Schlawiner in Arizona. So, Kansas, ja? Hier darf ein Ehemann nach einem Gesetz seine Frau schlagen. Allerdings nicht öfter als einmal im Monat. What the fuck? Das steht im Gesetz? Aus was für einer Zeit kommt das denn? Kommt das aus dem... Boah, das ist ja schon... Alter. Kann ich mir kaum vorstellen, dass sowas überhaupt mal im Gesetzbuch stand. Das ist schon hart. Allein schon dieser Nachsatz. Allerdings nicht öfter als einmal im Monat. Wer schlägt denn Frauen? Und warum steht sowas im Gesetz? Alter, da verschlägt es mir gerade ein wenig die Sprache. Machen wir mal weiter mit Florida. Männern ist es in Miami verboten, sich in der Öffentlichkeit in einem Morgenmantel ohne Gürtel sehen zu lassen. Also, falls ihr mal in Miami seid, Urlaub dort macht, gerade irgendwie, da mit dem Bademantel rumlauft, dann vergesst nicht den Gürtel. Alter, ohne Gürtel sehen zu lassen, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, das gibt es einfach nicht. Jetzt geht's weiter, ne? Wir sind immer noch in Florida. Was gibt's da noch? Weiblichen Singles und geschiedenen oder verwitweten Frauen wird es verboten, an einem Sonntag Fallschirm zu springen. Unverheirateten Frauen, die dennoch springen, droht Geldstrafe und oder Gefängnis. Was? Warum? Wie kommt man auf solche Kombinationen? Ja, mache ich mal einen anderen Bundesstaat in den USA. Kalifornien, ja? Wer kennt Kalifornien nicht? Kalifornien. Was ist denn da so los? Frauen, die mit einem Hausmantel bekleidet sind, dürfen nicht Auto fahren. Wahrscheinlich soll verhindert werden, dass Frauen lediglich mit einem Hausmantel fahren. Aber jetzt frage ich mich, ein Hausmantel? Allein der Begriff Hausmantel. Kennt ihr den Begriff Hausmantel? Also ich nutze den Begriff Hausmantel nicht. Ich kenne nur Bademantel oder was fällt mir noch zu Mantel ein? Mantel, Schokomantel. Oh yeah. Aber Hausmantel, das ist bestimmt auch schon ein sehr altes Gesetz. Und in Los Angeles, ein weiteres Gesetz kommt jetzt. In Los Angeles darf jeder Mann seine Frau mit einem Lederriemen schlagen, vorausgesetzt der Riemen ist nicht breiter als 2 Inches. Das sind 2,54 Zentimeter. What? Das ist richtig breit eigentlich. Schon 1 Zentimeter wird zu fett. What? Benutzt er einen breiteren Riemen, bedarf es der vorherigen Erlaubnis seiner Ehefrau? Ja, ob die da wohl einverstanden ist, ich weiß es nicht. Gut, habe ich gesagt. Was ist denn in Los Angeles los? Und die Frau kann jetzt nicht dann irgendwo da zu den Cops gehen und sich beschweren. Das ist ja erlaubt anscheinend. In Kentucky, ohne Begleitung seiner Frau darf in diesem Bundesstaat, in dem der Goldschatz der USA in Fort Knox bewacht wird, ein Mann nicht einmal einen Hut kaufen. Ja, das ist bestimmt auch immer noch so. Und das Gesetz, daran hält sich jeder da. Alle Männer warten darauf, dass die Frau immer mitkommt zum Einkaufen. Genau, genau. Weiteres Gesetz aus Kentucky, das ist jetzt ein etwas längeres. Keine Frau darf in einem Badeanzug, jetzt kommen wir schon wieder zu den Mänteln oder was. Jetzt sind wir, Mäntel, Badeanzug, ist ja schon wieder nah beisammen. Keine Frau darf in einem Badeanzug einen Highway des Staates betreten, wenn sie nicht mindestens von 2 Polizisten eskortiert wird oder mit einem Knüppel bewaffnet ist. Was? Dieses
Gesetz tritt nicht in Kraft, wenn die Frau weniger als 90 Pfund oder mehr als 200 Pfund wiegt oder es sich um ein weibliches Pferd handelt. Was? Ein weibliches Pferd in einem Badeanzug? Allein die Vorstellung. Ja gut, also manchmal, wenn ich im Schwimmbad sehe, da denke ich auch manchmal, das ein oder andere Pferd ist ein... Nein, Spaß. Alter. Was? Was? Was ist das? Leute, erklärt mir das. Das steht so in dem Gesetzbuch da. Oh mein Gott. Richtig unnötig. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich werde euch jetzt mal... Also das waren jetzt erstmal ein paar aus den USA. Da sagt ihr, ja, die sind alle crazy da drüben. Da geht's drunter und drüber. Europa. Belgien. Fangen wir mal an. Falls ein Autofahrer trotz Gegenverkehr wenden will oder muss, hat er so lange Vorfahrt, bis er die Geschwindigkeit verringert oder anhält. Also solange er die gleiche Geschwindigkeit hält, Tempomat rein einfach, Tempomat 50 und dabei wendet, da hat er Vorfahrt vor dem Gegenverkehr. Wahrscheinlich kann auch der Gegenverkehr erkennen, was der gerade vorhat. Also wir gehen mal weiter. In Dänemark, wenn ihr Fahrzeug eine Panne hat und sie es am Straßenrand abstellen müssen, muss das Fahrzeug durch ein reflektierendes Warndreieck abgesichert werden. Gut, das ist so wie in Deutschland. Die Absicherung ist jedoch nur im Fall einer Panne erlaubt. Dieser Nachsatz ist so unnötig, wisst ihr? Stellt euch vor, ihr müsst, es gibt da irgendeinen anderen Notfall an Bord gerade. Ihr müsst auf den Seitenstreifen und dann bekommt ihr von der Polizei einen Strafzettel oder sonst was. Eine Strafe, weil ihr euer Warndreieck aufstellt für andere Verkehrsteilnehmer, damit sie sehen, okay, da steht jemand, sie müssen vorsichtig fahren. Also, auch in Europa geht's so darüber. Noch eins, komm aus Dänemark. Ein wenig längeres. Der Versuch, aus dem Gefängnis auszubrechen, ist nicht strafbar. Hä, was? Falls ein Ausbrecher bei seinem Ausbruchsversuch ertappt wird, muss er die Fortführung seines Ausbruchs einstellen und wird zu einer Verlängerung der Haftzeit um die Zeitspanne verurteilt, die er zur Vorbereitung und Planung des Ausbruchsversuchs benötigte. Also, wie will man denn das überhaupt ermitteln, damit er... Mit der ganzen Zeit, die er da mit Plan verbracht hat. Und allein, das ist viel zu nett, wenn da irgendein Schwerverbrecher ausbrechen will aus dem Gefängnis. Der sitzt da nicht ohne Grund. Okay, Dänemark, wir machen weiter. Dänemark ist klasse, finde ich jetzt. Damit ein stehendes von einem parkenden Fahrzeug unterschieden werden kann, müssen alle fahrenden Fahrzeuge die Lichter einschalten. Also, ja, keine Ahnung, ich stelle mir das gerade halt auf dem Parkplatz vor. Klar, die fahrenden Fahrzeuge haben Licht an, das Stehende ist da aus und hat kein Licht an, klar. Warum steht das im Gesetzbuch? Dänemark, was ist los bei euch? Komm, hau ich jetzt mal eins raus aus Estland. Hier ist es untersagt, während der körperlichen Liebe Schach zu spielen. Estland, ihr seid super. Wie habt ihr das Gesetz bestimmt? Wie wurde das da ins Gesetzbuch eingetragen? Was steckt denn für Überlegungen dahinter? Erklärt mir das! Oh Gott! Wie kommt man darauf? Kommt, jetzt noch eins aus Frankreich zum Abschluss, okay? Zwischen 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends muss mindestens 70% der im französischen Radio gespielten Musik von französischen Interpreten sein. So, das gibt's auch wieder nicht. Musik ist doch was Wichtiges, das ist, verbindet Menschen. Da muss man natürlich, muss auch das Radio da irgendwo die Möglichkeit haben, so auszuwählen, wie sie wirklich möchten. Oh Mann. Ja, das waren einige verrückte Gesetze, Freunde. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so sei, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Auch über ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein und tschö mit Ö.